Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist an der Zeit, die sozialen Sicherungssysteme zu stärken, und zwar insbesondere die Arbeitslosenversicherung. Die Transformation durch Digitalisierung und Klimawandel sowie eine abschwächende Konjunktur verstärken sich gerade gegenseitig. Unternehmen streichen Stellen und verkünden Produktionsverlagerungen, anstatt gemeinsam mit den Beschäftigten Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Und in diesen Zeiten wirtschaftlicher Umbrüche ist eine aktive Sozialpolitik notwendig. Soziale Risiken dürfen nicht allein den Beschäftigten aufgebürdet werden. Es waren schließlich nicht die Beschäftigten bei Conti, Bosch oder Daimler, die verschlafen haben, auf neue Technologien zu setzen. Es waren auch nicht die Beschäftigten von Miele, Karstadt oder Real, die die wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu verantworten haben. Aber genau diese Beschäftigten und ihre Familien haben jetzt Angst um ihre Zukunft, und es ist nicht hinnehmbar. Neben Investitionen und einer aktiven Beschäftigungspolitik brauchen wir Instrumente des Kurzarbeitergeldes und der Qualifizierung. Und wir brauchen eine Arbeitslosenversicherung, die den Namen auch verdient hat. Die jetzige Arbeitslosenversicherung ist eher zu einem Almosensystem verkommen. Nach 12 Monaten kommt Hartz IV, egal wie lange jemand gearbeitet hat und wie lange jemand einbezahlt hat. Und das muss man sich mal vorstellen. Menschen müssen nach 10, 20 oder noch mehr Jahren wie Bittsteller aufs Amt ihre finanzielle Situation offenlegen, ihr Erspartes aufbrauchen, bevor sie Geld bekommen. Und jede Arbeit gilt als zumutbar, egal wie schlecht bezahlt sie ist und ohne dass die eigentliche Qualifikation berücksichtigt wird. Deswegen boomt doch der Niedriglohnbereich so. Das alles entwertet die Lebensleistung von Menschen, und diese Demütigungen sind nicht zu akzeptieren. Und an der Stelle muss ich mal was sagen, was mich als ehemalige Betriebsrätin echt aufregt. Es ist eine Unverschämtheit, so zu tun, als ob Arbeitslosigkeit selbst verursacht ist. Und man müsste nur die Daumenschrauben immer weiter anziehen. Dadurch entsteht doch kein einziger Arbeitsplatz. Tausende Menschen gehen in diesen Tagen auf die Straße und demonstrieren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Menschen wollen arbeiten. Und ich bin es immer so leid, genau diesen einen Fall zu diskutieren, wo vermeintlich jemand in der Hängematte liegt. Diese Diskussion ist wirklich so armselig. Wir sorgen mit unserem Konzept dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ihre Arbeit verlieren, umfassend abgesichert sind. Und das Konzept ist einfach wie gerecht. Je länger jemand einbezahlt, umso länger ist er auch geschützt. Das Arbeitslosengeld muss höher sein, 68%. Es muss früher greifen und deutlich länger bezahlt werden. Und im Anschluss daran gibt es dann das neue Arbeitslosengeld Plus in Höhe von 58%, und zwar genauso lange wie vorher das Arbeitslosengeld. Ich mache das mal an meinem Beispiel fest. Ich war selber 27 Jahre in dem Betrieb beschäftigt. Wäre ich danach arbeitslos geworden, hätte ich für 35 Monate Anspruch auf Arbeitslosengeld und danach nochmals 35 Monate auf das Arbeitslosengeld Plus. Und das ist wirkliche Sicherheit. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen schon mal erlebt hat, meine Damen und Herren, wie es ist, wenn eine Abteilung oder ein ganzer Betrieb dicht gemacht wird. Ich musste in meinem Leben schon mehrmals Sozialpläne verhandeln. Und die Kündigungen ziehen den Menschen den Boden unter den Füßen weg. Geben wir ihnen doch die Zeit und die Sicherheit, sich zurechtzufinden, sich einen neuen Job zu suchen und sich entsprechend zu qualifizieren. Und nun zur Finanzierung. Unser Arbeitslosengeld Plus ist eine beitragsfinanzierte Leistung. Es hat zwei Vorteile. Zum einen bleiben die Ersparnisse unangetastet. Das heißt, das, was man sich von seiner Händearbeit aufgebaut hat, bleibt bestehen. Und zum zweiten werden die Arbeitgeber mit in die finanzielle Verantwortung genommen. Und deswegen sind wir auch strikt dagegen, im Zuge der Grundrente zum zweiten Mal in dieser Legislatur die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zu senken. Die Beschäftigten haben von diesen paar Euro 50 überhaupt nichts. Es geht wieder mal ausschließlich darum, die Arbeitgeber zu entlasten. Aber genau die dürfen sich in Zeiten der Krise eben keinen schlanken Fuß machen. Und ich höre ja an Ihren Zwischengeschreien schon wieder genau das, was ich mir gedacht habe. Sie schreien im Chor mit den Unternehmen, dass das alles nicht finanzierbar wäre und so weiter. Aber erstens gibt es genügend Rücklagen in der Arbeitslosenversicherung, wenn man sie nicht dauernd demontieren würde. Und zweitens stellen Sie komischerweise die Frage nie, wenn es darum geht, die Unternehmen mit Milliarden von Steuergeschenken zu beglücken.
Wir haben in Deutschland kein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit, sonst wären wir nicht Exportweltmeister. Wir haben ein Problem mit sozialer Ungerechtigkeit. Da können Sie noch so schreien, Herr Whittaker. Und soziale Unsicherheit erodiert gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen, liebe Bundesregierung, es ist keine Zeit mehr für den kleinsten gemeinsamen Kompromiss. Große Würfe sind notwendig. Die Linke sagt, als Minimalschutz die sanktionsfreie Mindestsicherung und darüber hinaus das neue Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld Plus. Und bevor jetzt gleich wieder der Vorwurf kommt, natürlich steht weiterhin der Kampf für gute, tariflich bezahlte Arbeit an erster Stelle. Und deswegen von dieser Stelle aus solidarische Grüße an all die Kolleginnen und Kollegen, die für ihre Arbeitsplätze, die für gute Arbeit demonstrieren. Heute die Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Rundfunks. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächste Rednerin hat das Wort der Kollege Albert.